Freaks, ich komme vom Land, ich habe mich verfahren, ich muss in die Comedy Street. Zu join muss ich da. Wir wollen eine Comedy Street gucken, welche Richtung. Ich bin ein Fußballkampf. Entschuldigung, gucken Sie auch einmal kurz mit hier. Also hier sind teilweise Kartenmotive, wo ich sagen würde, die sind nicht schön und die sind eher Ü18, ne? Die sollte man eher, Jugendschutz sollte man eher nach hinten stecken. Würden Sie das eben machen? Einfach mal durchgucken hier und dann nach hinten sortieren und dann, es dauert ja auch nur 3 Minuten, ne? Ich danke Ihnen, super, toll, dass Sie ja sagen, prima. Yo, yo, was geht ab? Hey, was geht? Check, check, check. Hey, ich bin Influencer. Wäre es cool, wenn ich kurz das Bier fotografiere für meine Follower? Die lieben sowas. Okay, perfekt. Ah, schaut mal hier, lecker Bier. Können Sie das ein bisschen mehr so gegen die Sonne? Ja, so schön Sundowner. Sie können mich auch aufnehmen, ach, wenn ich trinke. Können Sie auch drauf. Ja, super. Ja. Dann, Prost. Oh, Prost. Das ist doch toll. Perfekt. Was soll, okay. muss sein. Können Sie noch irgendwas machen, damit ich viral gehe? Ich bin so lange nicht mehr viral gegangen. Ich muss unbedingt viral gehen. Irgendwas Verrücktes. Können Sie irgendwas Verrücktes machen? Oh ja, das ist doch super. Das ist doch toll. Habt ihr das gesehen? Das ist der Wahnsinn. Einen Toast auf. Meine Krone ist fliegen. Es ist Salut. Ich hoffe, dass mich niemand weckt. Hallo, ich bin Psychologe. Ich habe Sie ein bisschen beobachtet. Kann es sein, dass Sie alle Erwachsenen ADHS haben? Ich verschreibe dann immer als Therapie vom Wochenende in Berlin. Ja? Da haben das ja alle. Entschuldigung, die Herren, Stadt Köln. Ich wollte Ihnen nur einmal den Hinweis geben, wenn Sie jetzt hier links gehen wollten, ja. Gehen Sie lieber rechts, tun Sie sich selber den Gefallen. Wir haben ein kleines Problem mit dem Kölner Zoo, den ist ein 2 Meter großer Orang-Utan abgehauen. Der hat ja schon 2 Cafés zerlegt, ne? Und das Kaufhaus sieht auch nicht mehr aus wie vorher. Also gehen Sie bitte einfach erstmal hier lang. Wir sind mit den Blasrohren aber schon unterwegs und kümmern uns um alles das Problem. Klar, okay. Ja. Professor Dr. Berger, ja? Was denn? Ich hab doch gerade Mittagspause. Was ist denn jetzt schon wieder? Die habe ich mir auch verdient. Ja, schön, die Sonne scheint. Ist arg wichtig, ich bin auch gleich wieder da. Komm, ja, Herz-OP? Gib mir 30 Minuten, ich bin gleich wieder da. Super. Also es gibt genau 3 Gründe, um in sein Handy zu schreien. Grund Nummer 1 ist zum Beispiel, Oma ruft an, hält das Handy falsch, man versteht kein Wort und rastet aus. Ja. Grund Nummer 2 ist, Handy verloren vielleicht und ich rufe mit einem anderen an. Ja. Grund Nummer 3? Grund Nummer 3 ist, keine Ahnung, fällt mir gerade nicht an. Es gibt zwei Gründe, um in sein Handy zu schreien. Auf jeden Fall, in der nächsten Challenge haben wir es uns richtig easy gemacht, uns zurückgelehnt und andere Leute in unser Handy schreien lassen. Viel Spaß. Oma. Oma, du musst die. Ah, ich hab's wieder mit meiner Oma. Das ist so dein Ding. Sorry, sorry. Meine Stimme ist weg. Ja. Kannst du einmal ins Telefon meiner Oma sagen, dass sie Tablette nehmen soll? Hi, hallo Oma. Nimm die Tablette. Ja,
Sie muss noch die Tabletten nehmen. Ah, kannst du einmal ganz, vielleicht ganz laut rufen, dass die, weil die hört so schlecht. Einmal. Ja, oh. Sie hat mich gehört. Was? Haben Sie mich gehört, dass die Tabletten nehmen sollen? Dieser Oberlippenbart, Simon, ist so schlimm. Sie muss noch die Tabletten nehmen. Mach. Okay. Hat die Oma dies. Mach doch mal einmal noch mal lauter. Aber einmal lauter, noch mal lauter, noch mal lauter. Nee, nehmen. Du kannst einmal schreien. Sie muss noch die Tabletten nehmen. Nehmen, sie muss die Tabletten noch nehmen. Ich versuche nochmal. Oh, ah. Okay, ich leg auf. Dann ist auch egal jetzt. Boah, danke dir. Gerne, kein Ding. Wie gesagt, schreib sie oder die. Ja, ich schreibe. Ja. Schreib ich. Großbuchstaben. Ja. Sehr verdächtige Situation. Der Täter hat kostenlose Probierhäppchen auch immer geliebt. Notieren Sie das, Dr. Watson. Können Sie einmal die Füße runternehmen kurz? Ich reserviere das schon mal. Gleich dann lecker Cocktail. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. Halt! Ich glaube, es wollte Sie jemand entführen. Ich habe Sie von einer Entführung bewahrt. Eine unfassbare Lösegeldsumme hätte das gegeben. Also können mir gerne 10 Euro geben. Das ist ja im Vergleich zu Lösegeld. Völlig angemessen. Oder soll 5? Wir können auch verhandeln. Also, er bezahlt mich, ist mein Chef. Okay. Wie Sie es passend haben. Mhm. Genau so. Okay. Ich habe das Gefühl, er nimmt mich nicht ernst. Obwohl ich euch gerettet habe. Ihr seht vielleicht, ich habe Junggesellenabschied. Ich habe jetzt eine Stunde auf meine Mädels gewartet. Niemand ist gekommen. Da dachte ich, ich feiere jetzt mit euch. Vielleicht fangen wir mal mit dem Schnaps an. Dafür muss ich allerdings erstmal Schnäpse holen. Die könnt ihr gerne hier behalten. Ich hole jetzt uns ein paar Schnäpse und dann trinken wir gleich einen zusammen. Und dann wird es richtig geil. Und ihr könnt euch schon mal vormerken, natürlich, ihr könnt euch schon mal vormerken, um 14 Uhr kommt dann auch der Stripper auf. Vielen Dank, ihr rettet mir echt den Tag. Ja, Bronco. Auf Join. Nein, auf Join. Join. Bronco, mein Lieber, wenn du neue Folgen Comedy Street da gucken willst, das guckst du auf Join. Du guckst sie nicht auf Eselfilme, auch nicht auf Kino TO, auch nicht auf Saugstube, Torrent oder Rapid Share. Einfach auf Join. Es ist umsonst. Sorry, Alter, es ist umsonst und es ist auch illegal. Es tut mir leid, Bronco. Du musst die Folgen leider umsonst und legal gucken. Auf Join. Danke.